Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum vierten Plenum des Bündnis Gesund Älter werden, das zum ersten Mal im digitalen Format als Zoom-Videokonferenz stattfindet. Schön, dass Sie auch bei diesen veränderten Bedingungen dabei sind. Gemeinsam blicken wir heute auf das achtjährige Bestehen des Bündnisses zurück. Eine Plattform für engagierte Akteure im Land Brandenburg, um gemeinsam daran zu arbeiten, die Bedingungen für ein gutes und gesundes Älterwerden zu verbessern und weiterzuentwickeln. Seniorinnen und Senioren stehen unter den aktuellen Corona-Bedingungen immer wieder im Fokus der Aufmerksamkeit. Oft werden sie als Hochrisikogruppe bezeichnet oder auch als vulnerable, also besonders verletzliche Gruppe. Viele Anstrengungen sind darauf gerichtet, sicherzustellen, dass die Seniorinnen und Senioren sich nicht mit dem Coronavirus infizieren und dass sie zu den ersten Geimpften gehören. Es ist gut und richtig, unsere Aufmerksamkeit und Anstrengungen auf den Gesundheitsschutz der älteren Menschen im Land zu richten. Gleichzeitig wäre es aber verkürzt, ältere Menschen nur als eine besonders schutzbedürftige Personengruppe zu begreifen. Denn es gibt sie nicht, die Seniorinnen und Senioren, sondern viele unterschiedliche Lebenslagen und Lebensentwürfe im Alter. Ältere Menschen haben einen Anspruch auf Schutz vor Infektionsgefahren, aber ebenso auch einen Anspruch auf ein aktives Leben in der Gemeinschaft. Gute Bedingungen zu schaffen, die dies ermöglichen, ist eine wichtige und große Herausforderung. Die Corona-Pandemie macht diese Aufgabe nicht leichter. Es ist gut, dass die Partnerinnen und Partner im Bündnis Gesund älter werden, sich dieser Herausforderung so engagiert stellen. Wie Sie dies tun, werden Ihnen die Sprecherinnen und Sprecher der Arbeitsgruppen des Bündnisses heute vorstellen. Die vier Arbeitsgruppen leisten die inhaltliche Arbeit im Bündnis. Sie bearbeiten die Themen Mundgesundheit bei älteren Menschen, Gesundheits- und Bewegungsförderung bei älteren Menschen, Impfschutz bei älteren Menschen und Unabhängigkeit im Alter. Es ist gute Tradition, dass die Plenumsveranstaltung dieses Bündnis Gesund älter werden sich Schwerpunktthemen widmet. Beim letzten Plenum waren dies kommunale Aktivitäten mit einem Schwerpunkt auf Angebote für gemeinsame Mahlzeiten. Aus diesen Aktivitäten ist dann die Wanderausstellung Gemeinsam Essen im Alter entstanden, die inzwischen landesweit gezeigt wird. Ein tolles Ergebnis. In diesem Jahr greift das Plenum zwei Themen auf, die wichtig sind für ein gutes Älterwerden im Land. Ehrenamt und Digitalisierung für und mit älteren Menschen lautet der Titel des Plenums in diesem Jahr. Gerne erläutere ich Ihnen kurz, warum die Steuerungsgruppe des Bündnisses sich für diese Themen entschieden hat. Im Land Brandenburg leben heute mehr als 600.000 Menschen, die älter als 65 Jahre sind. Das ist rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Laut des Deutschen Freiwilligen-Surveys engagierten sich im Jahr 2014 knapp ein Drittel der über 65-Jährigen im Land Brandenburg freiwillig bzw. ehrenamtlich. Dabei betrug der Anteil der Angebote für die Zielgruppe ältere Menschen 34,4%. Aktuellere Zahlen als die aus 2014 liegen leider nicht vor. Aber die jüngst veröffentlichten Ergebnisse des Deutschen Freiwilligen Surveys 2019 zeigen jedoch, dass freiwilliges Engagement bundesweit stabil ist. Besonders nach dem Renteneintritt suchen viele Menschen nach einer erfüllenden Beschäftigung, die nicht zuletzt auch Bestätigung vermittelt. Freiwilliges Engagement oder auch ehrenamtliche Arbeit ist eine Möglichkeit, beides miteinander zu verknüpfen. Aber ein gelingendes Ehrenamt ist kein Selbstläufer. Es erfordert verlässliche Koordinierungs- und Unterstützungsstrukturen, um Ehrenamtliche zu gewinnen, um sie zu qualifizieren, sie in ihrer Arbeit kontinuierlich zu unterstützen und nicht zuletzt immer wieder die Wertschätzung gegenüber ihrer Arbeit auszudrücken. Auch das ist sehr wichtig.
Im Land Brandenburg gibt es eine Vielzahl dieser unterstützenden und koordinierenden Strukturen, die von sehr kompetenten und engagierten Menschen ausgefüllt werden. Diese sollen heute zu Wort kommen. Wir freuen uns auf den Beitrag von Stefanie Lenz und von Lutz Reimann von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen. Sie werden uns von ihrer praktischen Koordinierungsarbeit berichten, von den Erfolgen und Herausforderungen und natürlich auch von ganz konkreten Beispielen. Ein weiteres Thema begleitet uns schon lange und hat in der Pandemie besondere Bedeutung gewonnen. Das Schlagwort ist Digitalisierung. Elektronische Kommunikationsmittel bieten auch älteren Menschen die Möglichkeit, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Dabei kann uns Digitalisierung nicht nur in Kontakt bringen, sondern auch helfen, mit steigendem Alter und mit körperlichen Einschränkungen sicher zu Hause zu leben. Wir wissen aber, dass die Nutzung der digitalen Werkzeuge erlernt werden muss und an zahlreiche Voraussetzungen geknüpft ist. Das beginnt mit der stabilen Internetverbindung, leider noch nicht überall selbstverständlich bei uns in Brandenburg, und hört mit dem geeigneten Endgerät nicht auf. Sich im digitalen Raum souverän zu bewegen, relevante Informationen zu finden und sich nicht in den Fallstricken der sozialen Netzwerke zu verfangen, dies erfordert Übung und Kompetenz. Digitale Souveränität will erlernt sein, weil wir sind damit nicht wie unsere Enkelgeneration groß geworden. Mit digitaler Souveränität und mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung befasst sich aktuell der 8. Altersbericht der Bundesregierung. Wir freuen uns auf den Beitrag von Silke Migalla vom Deutschen Zentrum für Altersfragen, die uns zentrale Ergebnisse dieses Berichtes vorstellen wird. Diese beiden Themen, ehrenamtliches Engagement und Digitalisierung, stehen nicht unverbunden nebeneinander. Im besten Fall sind sie eng miteinander verzahnt. Welche Verbindungen genau bestehen und wie ihr Ineinandergreifen weiterentwickelt werden kann, das wird Thema des fachlichen Austausches sein, der sich heute an die Beiträge anschließt. Dazu möchte ich Sie einladen. Bringen Sie sich mit Ihren Erfahrungen, Ideen und Erwartungen aktiv in die Diskussion ein, denn die Themen sollen in die weitere Arbeit des Bündnisses Gesund älter werden eingehen. Mein Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz fördert die Arbeit im landesweiten Bündnis Gesund älter werden. Es hat aber auch im eigenen Haus die Stimme für die Belange der Seniorinnen und Senioren gestärkt. Im Sommer vergangenen Jahres haben wir die neue Position eines Landesseniorenbeauftragten geschaffen. Wir freuen uns sehr, dass Herr Norman Asmus diese anspruchsvolle Aufgabe als Landesseniorenbeauftragter mit Leben füllt. Er ist Ansprechpartner für die Belange der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und übersetzt diese in die Verwaltung und in die Politik hinein. Dabei sind die 5 seniorenpolitischen Leitlinien des Landes Brandenburgs eine wichtige Orientierungsmarke für seine Arbeit. Für die heutige Veranstaltung sind insbesondere die Leitlinien 4 und 5 relevant. Das lebenslange Lernen für die ältere Generation gestalten, Digitalisierung der Lebenswelt und Engagement ermöglichen und gesellschaftliche Teilhabe fördern. Auf die Themen der nicht minder wichtigen anderen 3 Leitlinien möchte ich kurz hinweisen an dieser Stelle. Die Überschriften sind Wohnen und Leben im Quartier gestalten, ganz wichtig, der Verbleib in der Häuslichkeit, Mobilität gewährleisten und Gesundheitsversorgung und Pflege sichern. Im Anschluss an mein Grußwort wird Herr Asmus Ihnen in seinem Beitrag Gut älter werden in Brandenburg, aktuelle Schwerpunkte bei der Umsetzung der seniorenpolitischen Leitlinien in die Thematik einführen. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen gesund älter werden, ist nicht allein Aufgabe der Politik im Land und in den Kommunen. Die Aufgabe sollte auch nicht ausschließlich engagierten Mitmenschen und ehrenamtlichen Tätigen aufgebürdet werden. Wir müssen uns vielmehr der Herausforderung stellen, die politische Zielsetzungen mit den zahlreichen, sehr engagierten und sehr guten Aktivitäten im Lande zu verbinden und zu stärken, die bereits gut laufen. Gemeinsam sollten wir versuchen, das aufzubauen, was man eine Win-Win-Situation auf gut Neudeutsch nennt. Um einige dieser zahlreichen Angebote im Land kennenzulernen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, dafür ist auf den Veranstaltungen immer der Markt der Möglichkeiten eine gute Gelegenheit. Damit auch in digitalen Veranstaltungen wie dieser ein kleiner Markt möglich ist, sehen Sie später in der Pause eine Präsentation, in der sich einige der Akteure aus dem Land mit jeweils einer Präsentationsfolie vorstellen. Ich lade Sie herzlich ein, sich diese Angebote anzusehen, sich davon inspirieren zu lassen und bei Interesse Kontakt aufzunehmen. Dann hätte dieses Bündnis seine Aufgabe als Plattform für Ideen, Austausch und gemeinsames Tun erfüllt. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme am 4. Plenum des Bündnis Gesund älter werden und wünsche Ihnen einen guten Austausch und viele neue Erkenntnisse. Besonders danke ich allen Partnerinnen und Partnern im Bündnis und allen Aktiven, die sich hier einbringen. Nochmals herzlichen Dank für Ihr Engagement und bleiben Sie gesund.